Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Lotto-Treff Rheinland-Pfalz zur Pressekonferenz des Regionalligaspiels VfR Wormatia Worms gegen den FC Homburg. Mein besonderer Willkommensgruß gilt den beiden Trainer Jens Kiefer vom FC Homburg und Sascha Eller vom VfR Wormatia Worms. Ein ebenso guter Gruß geht an die Vertreter der Presse. Und wir wollen gleich in die Spielanalyse einsteigen. Herr Kiefer, Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, es fällt einem Trainer, glaube ich, nicht ganz so einfach, nach so einem Spiel das Spiel sachlich zu analysieren, aber ich versuche es trotzdem. Ich glaube, die ersten 10, 15 Minuten, es war blöd, wenn es so anhört, ein verteiltes Spiel. Wir haben ein, zwei Konterchancen gehabt, der Gegner schon ein, zwei gute Situationen. Und aus einer 4-gegen-3-Situation von uns, die wir eigentlich dann leichtfertig vertändelt haben am gegnerischen 16er, bekommen wir das 1-0 durch einen hervorragend ausgespielten Konter. Das muss man dann auch anerkennen. Aber wir sind dann auch nicht in der Lage, einen Spieler, der 70 Meter mit dem Ball übers Feld irgendwann mal zwischendrin zu bremsen. Und das muss man dann auch anerkennen, war gut gemacht. 2-0 wieder ein Konter. Wir haben einen Ball eigentlich sicher an der Mittellinie. Spieler von uns rutscht aus. 3-0 Konter. Das Ganze innerhalb von 10 Minuten. Und da muss man einfach sagen, dass wir von uns in dieser Situation oder in diesen Situationen desolat, was wir da gemacht haben. Wir können nicht auf des Gegners Platz dreimal dermaßen ausgekontert werden. Das ist natürlich von uns völlig inakzeptabel. Brauchen wir nicht darüber zu reden. Man muss aber auch sagen, dass Worms das gnadenlos ausgenutzt hat und dementsprechend auch diese Konter sehr, sehr gut ausgespielt hat, im Endeffekt dann auch verdient so geführt hat, dass es danach darum geht, zuerst mal wieder irgendwo so ein bisschen Stabilität in die Mannschaft reinzubringen, ist klar und nicht zu denken, wir können jetzt das innerhalb kurzer Zeit umbiegen, wozu wir heute sowieso nicht in der Lage waren. Dann haben wir das Ganze geschafft, kommen aus der Halbzeit raus und haben so ein bisschen versucht, nochmal ranzukommen, aber das Ganze eher halbherzig und bekommen gleich, ich glaube nach 10 Minuten das 4-0, auch wieder ein krasser individueller Fehler. Ein Spieler, der am 16er über den Ball tritt und wieder gut ausgenutzt. 4-0 und dann ist das Spiel eigentlich gelaufen, dann kommt die rote Karte dazu und dann geht es nur darum, noch Ergebniskosmetik zu betreiben. Das haben wir dann mit einem Tor geschafft und bekommen kurz vor Schluss noch das 5. Tor. Ich glaube, im Endeffekt hat man heute zwei Mannschaften gesehen, eine, die absolut auf der Höhe war, unsere Schwächen gnadenlos ausgenutzt hat, überragend gespielt hat, die Wormatia, muss man auch dann anerkennen. Und wir in diesen Situationen einfach heute viel zu schwach waren. Wir haben Spieler auf dem Platz gehabt, die letzten Wochen eigentlich sehr, sehr souverän gearbeitet haben, muss man sagen. Und diese Spieler haben heute Fehler gemacht. Ich werde natürlich den Teufel tun und diese Spieler auch verdammen. Das wird es bei mir nicht geben. Das Spiel müssen wir einfach aufarbeiten, müssen wir versuchen, auch daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Es ist halt sehr, sehr ärgerlich, dass uns gerade in einer Situation, wo wir ein bisschen im Aufwind waren, wo wir gepunktet haben, dass uns in so einer Situation dann solch ein Spiel hier passiert, dass alles irgendwo, was wir die letzten zwei Wochen aufgebaut haben, richtig gehen einreißt, richtig wieder uns völlig runterholt. Und das ist halt das Bittere an der Situation, aber nichtsdestotrotz, man muss die Stärke der Wormatia heute anerkennen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, zur Mannschaftsleistung, glaube ich auch. Und im Endeffekt war es hochverdient. Vielen Dank. Vielen Dank, Kiefer. Sascha, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 5:1 Sieg und nun dein Kommentar zum Spiel. Ich möchte dich erstmal herzlich begrüßen. Wir sind heute im Spiel, ich glaube auch die ersten 10 Minuten war das sehr ausgeglichen, das Spiel. Und die Jungs waren aber von Anfang an heute dafür, dass sie gesagt haben, die 3 Punkte bleiben auf jeden Fall hier. Ich konnte sie also nicht bremsen, dass sie irgendwo gedacht hätten, es gibt irgendwo eine Chance doch zu verlieren. Nein, das ist Blödsinn.
Es ist so, dass die Jungs eine Wahnsinnsleistung ans Mannschaft bringen. Und das sieht man, wenn sie aufs Feld rausgehen. Gerade jetzt die Konterstärke, die man da auch angesprochen hat. Man sieht, dass wir, sobald wir Ballgewinn haben, wahnsinnig schnell versuchen, nach vorne zu springen und zum Abschluss zu kommen. Das haben sie gut umgesetzt. Ich finde, dass wir recht schnell die Tore dann auch gesetzt haben. Dementsprechend war es ein bisschen beruhigter. Schwierig war es für uns, glaube ich, so innerhalb der Anfang der ersten Halbzeit, der zweiten Halbzeit. Weil ich da wusste, da werde ich ihr nochmal Druck machen, richtig viel Druck machen, und da mussten wir uns gegen wehren und haben nochmal eins nachlegen dürfen. Das war zur richtigen Zeit, und dementsprechend konnten wir das Spiel, glaube ich, recht befreit und auch weiterspielen. Die Mannschaft hat sich belohnt mit dem, wie sie engagiert zur Sache gegangen ist, und das ist eine junge Mannschaft, die werden weiterhin Fehler machen, aber sie sind füreinander da, und deswegen finde ich, dass mir das Spiel heute wieder sehr gut gefallen hat, klar bei dem Ergebnis, aber wir müssen halt weiter auch so unterstützen, wie es heute auch war, was man gesehen hat von den Fans drumherum. Das pusht halt auch alles, und dementsprechend geben die Jungs auch einen Platz Gas. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schaar. Ich denke, die Mannschaft hat heute auch so ein bisschen für den Raphael Hügel gespielt. So, und nun ist die Presse mit Fragen am Zuge. Heute nicht. Heute nicht. Ja, wir haben heute den Fall, dass wir im Rundum zufriedene Gesichter schauen, und insofern okay, dann gibt es keine Fragen an die beiden Trainer. Dann darf ich Ihnen, Herr Kiefer, eine gute Heimfahrt wünschen. Viel Erfolg mit dem FC Homburg. Sascha, dir alles Gute auf dem Weg nach Freiburg, und mit diesem Team Spirit ist auch da wieder einiges drin. Wir drücken euch ganz fest die Daumen. Ihnen allen noch einen schönen Abend, und hiermit beschließe ich den offiziellen Teil der Pressekonferenz, aber bleiben Sie noch hier. Es geht nämlich jetzt gleich weiter mit einem Kurzinterview. Jens Silex mit einem der heutigen Torschützen, mit Benny Maas.